Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Black Mesa. Gut, auf allgemeinen Wunsch hin gehe ich nochmal in den Kontrollraum. Was war das denn, Mann? Ist es denn die Möglichkeit? Ach, das Tor, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Er will mich doch. Will mich doch flachsen. Mann. Ja, es macht natürlich auf jeden Fall Sinn. So weit geht's gut. Ich wurde gerade angespuckt, aber ansonsten geht's ganz gut. Ah, ja, und jetzt kommen schon die Nächsten an wieder. Ja, wo seid ihr? Und was für welche sind das? Irgendwas? Irgendwas hat gespawnt. Da. Ja. Ich sehe dich. Was? Long. Ja. Oh, ich muss erstmal nachladen. Oh, wir haben nicht viel. Oh, wir haben nicht viel Moon. Für diese Knarre. Wahrscheinlich nicht sehr effizient, auf die Füße zu schießen, aber nun gut. Könnte man machen. Zur Not. Gut. Ja, jetzt sehe ich es auch. Jetzt ist natürlich besser. Mit der Tür, der geöffneten Tür. Weiter geht's. Das wird noch eine große Katastrophe. Ich habe echt nicht so viel Moon, ne? Oh je. Für die Shotgun sieht es nicht so schlecht aus. Nur die Shotgun ist jetzt wahrscheinlich nicht so die geilste Waffe hier. Wenn wir gleich auf Distanz arbeiten müssen. Moment. Speicher mal, das ist jetzt hier böse. Ich probiere es mal mit der Shotgun. Wird überhaupt nicht funktionieren. Oder... Ach so, das ist... Ja, leck mich, das ist ein automatisches Ding. Ach so, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Probieren wir es anders. Na, auf jeden Fall kommt John Schmitz jetzt voll auf seine Kosten. Aber hallo, das war nix. Ich könnte auch hier runterjumpen. Ach so. Schaffe ich das mit ein bisschen mehr Health? Die Antwort ist nein, aber ich kann es probieren. Ich will da treffen. Irgendwie habe ich gerade voll das Déjà-vu. Als ob es gestern gewesen wäre, dass wir das hier probiert haben im Original. Ja, sehr schön. Im Original Half-Life. Ich will hier runter. Ich will mal gucken, ob ich hier irgendwie dann hochkraxeln kann. Nach eigener Geschwindigkeit. Jetzt nicht irgendwie von dem Dings da, von dem Aufzug da geleitet. Ja, zu wenig Fails. Das ging zu einfach. Ah, keine Sorge, kommt noch. Es kommt noch. Dumm, die dumm. Entschuldigung. Es hat nicht sehr lang gedauert, oder? Ach Gott, nein. Wie peinlich. So. Ich versteck mich mal eben. Jupp. Oh, scheiße. Ist das schlimm? Da oben sind auch wieder Sensoren. Ja. Hier, man beachte die Schatten und so. Die Realtime-Schatten. So, was passiert, wenn er da durchfährt? Durch die Sensoren? Wahrscheinlich erstmal nichts, wenn ich da nicht dabei bin, wa? Ja, geil. Mhm. Alles Klärchen. Ich hätte da ja so eine verwegene Idee, aber ob das funktioniert? Ja, shit, wie viele von den Dingern werden es denn sein? Ich probiere mal eben was. Ich probiere die mal so auszuschalten. Genau. Ja, Granate, die Frage ist nur, wohin? Da ist genau richtig.
Ich glaube, da hinten ist was. Ah. Ja. Guck mal hier. Ist bis hierhin geflogen. Ja, geil. Geil. Funktioniert. Schön. Da freut sich der auch hier auch so ein kleines bisschen, muss man schon sagen. So, nun weiter. Immer weiter. Speichern. Aber hallo. Dafür hätte ich gern ein bisschen mehr Moon. Der Revolver ist einfach auch so ein Mini-Sniper. Die ist hier echt ziemlich praktisch. Auf jeden Fall. Es ist grundsätzlich so, wenn man sagt, es läuft, hier, guck mal, wie es läuft, ne? Das läuft ja viel zu gut, es ist viel zu ruhig. Das sind immer Garanten für Katastrophe. Für absolute Katastrophe. Wie sieht es denn jetzt hier aus mit dem, mit diesem Sensor? Wo ist das Gegenstück? Aha, da hinten. Alles klar. Würde ich jetzt so gar nicht sehen. Kann ich vielleicht mit dem, ja. Dem Revolver, ja, Tatsache. Yep, passt. Und eben genau aus diesem Grund hätte ich gern mehr Moon für den Revolver. Ich wollte gerade sagen, ich vermisse hier fast so ein kleines bisschen die Militärs. Damit will ich nicht sagen, dass ich sie sonderlich, gern habe. Aber ich hatte irgendwie so ein bisschen in Erinnerung, dass die hier öfter zu finden sein würden. Naja, egal. Was haben wir hier? Minen. Ja. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ich sollte da nicht hinfahren. Das kann man schon mal festhalten. So viel dazu. So, er muss Pipi machen. Wo geht er denn dafür hin? Bestimmt an die Schienen, oder? Okay. Soldat verletzt, aber hallo. Mehr als das. Wow! Hey, ist aber auch nicht schlecht. Ist auch nicht so schäbig, muss man schon sagen. Aha. Was haben wir hier? Na, da geht's aber nicht so weiter. Glaub nicht, dass das das Tor ist, was man öffnen muss. Musste man doch hier noch irgendwo, oder? Ich glaube, hier gab es noch irgendwo so ein Tor, das man aufkriegen muss. Aber das sieht mir sehr versperrt aus alles. Ich finde das mit den... Ach, die... Guck mal hier. Die bleiben sogar so seitlich hängen. Die Folien. Das finde ich ein nettes Detail. Dass die so runterschweben dann. Gut. So. Shotgun können wir immer noch nicht aufnehmen. Ich nehme sie mal zur Hand gleich. Können wir mal gucken, ob sie was bringt. Testen wir sie mal. Die, Freeman. Die dachten nämlich, das ist der Freeman. Haben ihn gekillt. Und jetzt wiegen sie sich in Sicherheit. Aber nein, nein. Nein, nein. Oh, die kämpfen gegeneinander. Das ist praktisch. Hey, ich glaube, ich habe sogar was getroffen. Das ist nicht so selbstverständlich. So viel zu Shotgun. Naja, die wäre jetzt hier halt auch nicht so richtig sinnvoll gewesen. Gut. Vorsichtig um die Ecke. Immer noch nichts dafür. Na gut. Wenigstens hier. Ja, hier kriegen wir ein bisschen was klar. Meinen ganzen Soldaten. Sollten wir eigentlich ein bisschen was für die, hier ein bisschen Moon kriegen für deren Waffen. Wo müssen wir denn? Oh, ist das ein Waffenschrank? Genau das Richtige für unseren kleinen Waffennarren hier. Gut, dann. Yes, sounds like the troops are fixing to throw you a surprise party. Better clear your dance card, Slick. Ja.
Machen wir. Machen wir sofort. Wir machen einen heißen Tango, legen wir aufs Parkett. Ja, hier können wir jetzt ein bisschen nachladen. Das ist gut. Fehlendes Bein? Da bin ich mir nicht so sicher, ob wir das schon gesehen haben. Früher oder später. Möchtest du mitkommen? Yep. Yep. Probieren wir es. Probieren wir es mal. Ein bisschen Kanonenfutter ist nie verkehrt. Ein bisschen Feuerschutz meine ich natürlich. Ja, ich glaube, da hinten. Ich glaube, da hinten sehe ich jemanden. Ja, eben, das ist das Problem. Ich will aber erstmal gucken, ob es hier vielleicht noch irgendwas gibt. Ja. Ja, ganz ruhig. Das ist jetzt ja noch in Ordnung. Wenn ich nachgeladen hätte. Ah, schön. Er mit einer Knarre hier. Ja, leck. Genau so. Genau so. Heile, heile machen und weiter. Warum sind die denn hier immer leer? Was ist denn hier los? Mann, dieses Spiel, ne? Immer den großen Mittelfinger mitten in die Fresse. Boah, das brauchen wir zur Abwechslung tatsächlich mal nicht. Und ist hier vielleicht ein Soldat drin? Nein. Zur Abwechslung nicht. Gut. Emergency Shower. Das ist eine große Shower. Können wir aber machen, wenn uns wieder jemand ankotzt hier mit der Säure, wissen wir, wo wir die finden. Sehr gut. Ja, bevor ich da zu den Soldaten gehe, ne, wie gesagt, ein kleines bisschen suchen. Oh, was ist das denn hier? Ach was. Da lag tatsächlich was. Excuse me. Ja, kein Problem. Alles gut. Solange du mir lieb aus dem Weg gehst, ist alles gut. Alles gut. Ach so, ich habe die Dose aufgenommen. Wollte ich nicht. Ja, so ist es gut. So ist es richtig. Mir ist es völlig egal, wie du deine Waffe hältst. Sorry, man. Hauptsache, es hilft. Mir vor allem. Ja. Dumm-di-dumm-di-dumm. Na dann, probieren wir es mal. Kollege, take cover. Sagte er und ließ sich anschießen. Es kann nicht so schlimm sein, wenn du noch Zeit hast, uns das ausführlich zu erläutern. Jetzt kämpfen die wieder gegenseitig irgendwie, ne? Ist ja irgendwie auch cool, das war nicht so geil. Wir haben nur noch eine Nade. Was? Hier in der haben wir halt auch noch was. Was mach ich? Was mach ich? Aua. Jack. Er hat, glaube ich, was geworfen. Oder? Nicht? Okay. Dann habe ich mich verguckt. Au. Au. Ich werf lieber was. Und wie? Ah, es tat schon wieder zu weh. Es tat schon wieder zu weh. Nicht gut. Nicht cool. Ah, habe ich sogar getroffen? Was? Kannst du mir noch nicht erzählen? Es waren noch mehrere. Das glaube ich ja selber nicht. Die haben sich bestimmt irgendwo versteckt. Das könnte es sein? Nee, ich glaube doch nicht. Das Tor, das wir öffnen müssen. Was das ist, ich glaube nicht. Aha. Wo? Was? Von wo? Da? Ach was. Hey, jetzt auf einmal? Jetzt auf einmal voll von der anderen Seite. Scheiße, 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 scheiße. Ich sterb gleich. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Nein, 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 zu viel. Nee, nochmal. Das war blöd. Probieren wir es noch einmal. Es war ja schon scheiße.
Also. Mit was fangen wir denn an? Wir können auch Minen theoretisch verlegen, aber die kommen ja eh nicht hier ran. Kommen ja eh nicht hier ran, die guten. Okay, pass auf. Ich schleiche mich da ran. Ich lasse die erstmal kämpfen. Ich lasse die erstmal gegen die Leute da kämpfen. Genau. Ja, bleibt mal schön in Deckung. Bleibt von mir aus da stehen, von mir aus. Ich glaube, das geht eher auf uns als auf die Gegner. Die sind schon weg, oder? Ja. Da hinten. Oh, da ganz hinten ist einer. Hm, noch mehr, noch mehr. Hier mal rankommen würden, ne? Aber machen sie halt nicht. Die tun uns nicht den Gefallen. Da. Jo, 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 jo. Oh, geh aus dem Weg. Oh, Kollege. Wenn es mal wieder länger dauert, ja. Ist aber eine fiese Stelle. Finde ich. Genau, lad nach. Apropos. Ich glaube, ich speichere mal. Das ist jetzt gar nicht mal so übel. Ist gar nicht so schlecht gelaufen. So, und wo sind die... schrei halt noch lauter. Wo sind die hergekommen? Einmal waren sie da. Ah, Mist. In dem Moment gespeichert. Der hält aber was aus, ne? Muss man schon sagen. Gar nicht mal so schäbig. So ist gut. Das war schön. Einfach mal von zwei Seiten. Gut. Was? Ach so. Ach so. Den hier machen wir. Ja. Wenn es denn was hilft. Ah, es tat auch schon wieder weh, aber haha. Ist auf jeden Fall eine nette Alternative. So war es sicherlich gedacht mit den ganzen Leuten, die da ranströmten. So, hier können wir weiter. Ich will aber echt gern wissen, ob wir noch irgendwas aufsammeln können. Vermutlich nicht. Vermutlich nicht genug. Hm, vielleicht da oben? Ups. Ah, Vorsicht. Ja, da ist was. Da ist tatsächlich was. Gut. Yep. Und, kommen wir rüber? Ach was. Okay. Was ist das hier? Ah. Ah. Können tatsächlich was aufmachen. Na, sowas. Cool. Ah. Wo... Wo, jetzt schon wieder? Ah, da. Und? Yep. First Aid Station, das ist nicht so schlecht. Ja. Natürlich ist der Anzugsdingsbums wieder leer, aber naja. Immerhin. So, hier geht's runter, aber da gab's ja noch diesen anderen Weg, ne? Was ist zu empfehlen? Was ist hier die Idee? Können auch mal einen anderen Weg probieren. Und im Übrigen, da können wir jetzt auch durch, ne? Ich guck mal eben hier. Was sich hier noch auftut. Was für Abgründe sich hier noch auftun, vor allem. Ach, lass mich raten, das ist hier das Treppenhaus, ne? Ist das Treppenhaus, wo wir gleich... Sekunde. Zur Abwechslung mal gesehen. Wo wir gleich hier oben ankommen. Deswegen stand da auch First Aid Station, ne? Ah. So ergibt das Sinn. Na gut, dann haben wir es zumindest erkundet. Ausgezeichnet. Schön, dann ab durchs Tor, wenn ich gleich gespeichert habe. So. Und was haben wir hier? Ah,
Silo, ne? Ja, sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ich probiere es mal eben so. Warte mal. Ich teste es. Repel Freeman, genau. Er hat sich ja mal gar nicht gewehrt, ja. So viel dazu. Oh yeah. Oh yeah. Hab ich wenigstens irgendwas erwischt? Vielleicht habe ich den einen ein bisschen gedamaged, deswegen war er so schnell down. Kann sein. So, da geht's runter. Hier ist... Ist das eine gute Idee, diesen Knopf zu drücken neben der großen Rakete, während wir im Silo drin sind? Kann man sich drüber streiten. Den hier? Sollen wir es machen? Probieren wir es. Was? Wer? Oh, es geht nach oben, es geht nach unten. Aha. Müssen wir etwa alle Tore schließen oder so? Kann das sein? Damit das hier abgehen kann. Mal schauen. Mal schauen. Oh, Tageslicht. Sehr schön. Ist hier noch irgendwas? Nee. Glaub nicht. Echt nicht? Na dann. Gehen wir mal nach oben. Ich reload mal kurz. Sicher ist sicher. Hi. Ja, einer. Und... Es waren noch zwei, oder? Oder? Na, vielleicht war es nur eine. Dann ist ja gut. So, hier ist noch ein Knopf. Ja, ich glaube, wir müssen hier wirklich alle Türchen schließen. Ja? Und was ist das hier? Ist nix. Okay. Naja, dann beschränken wir uns mal auf dieses hier. Ah, dann geht hier auch das ganze Zeug runter und so. Ja, 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 ja. Das macht Sinn. Also, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich kenne mich da nicht sonderlich mit aus, aber ich finde, intuitiv macht es irgendwie Sinn. Oh, speichern. Irgendwann werde ich mich aufs Maul legen mit dem vielen Speichern. Schön im falschen Moment einmal. Speichert. Das tat ein bisschen weh. Aber Zähne zusammenbeißen, weiter geht's. Drauf geschisselt. So. Wann ist der Moment gekommen, an dem man schnell rennen sollte? Weil gleich die Rakete abgeht. Puh. Bevor wir das hier drücken, lade ich mal ganz kurz nach hier, sowas. Das ist ja Katastrophe. Wenn wir es dann gleich brauchen, haben wir es dann nicht zur Verfügung. Jupp. Und die sieht gut aus. Ach, guck mal hier. Alles schwingend gelagert. Wenn das jetzt hier... Ach, wir können die sogar nehmen. Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt hier im Ninja wäre, dann müssten wir jetzt diese Zahnräder irgendwo einsetzen. Ist das hier auch so wieder ein Werkzeug? Genau, sowas will ich. Genau sowas will ich sehen. Dann gib ihm. Attention. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three. Wahrscheinlich sollte ich wirklich weg, oder? Two, one. Lift off. We have lift off. Fancy. Aber wenn die jetzt gleich abgeht, wahrscheinlich ist das jetzt, das ist nur die Vorbereitung, ne? Das ist jetzt nur die. Die Vorbereitung für den Take-Off, glaube ich. Ja, gut. Man wird ja noch träumen dürfen. So, müssen wir jetzt wieder zurück? Ja, ja, ja. Kommandozentrale, alles klar. So, nichtsdestotrotz, wo kamen wir denn hoch?
Ach, da. Da ist die Leiter. Schön einmal im Kreis gegangen. Ah! Ja, unser Kumpel ist wieder da. Unser Kumpel der Tränen. T-R-E-N. Ich nenne ihn Tränen. Weil er immer so traurig guckt. Mal schauen, ob das stimmt. Ja, so ein bisschen so... finde ich. Jo. Der kleine Tränen. Oh, da können wir uns aufladen. Kleines bisschen. So, Zwischenstopp. Und gib ihm, ja, guck mal hier, sogar mal ein bisschen mit Anzug. Zur Abwechslung. Warum gibt er denn immer 76 ausgerechnet? Naja. Muss ich wohl mit leben. Da kommen wir nicht rein. Moment, geht gleich weiter. Da. Da kam ich, glaube ich, nicht rein. So, und wie geht's jetzt hier weiter? Bestimmt gibt es jetzt hier gleich wieder Beschuss von allen Seiten. Irgendwie sowas Böses. Ich nehme vielleicht besser die Leiter, oder? Können wir den vielleicht fahren lassen? Also ihn jetzt hier, ne? Ganz von alleine. Ja. Wir können uns hier hochschleichen. Ganz heimlich. Dachtet ihr schon? Ja, nur fast. Nur fast. Oh, nee. Ich meine, ist schön. Ein bisschen Tageslicht und so. Beziehungsweise Mondlicht. Wahrscheinlich eher. Aber es wird nicht gerade leichter. Fürchte ich. Aber noch sind wir in den Tunnels. Noch sind wir immer noch in den Tunnels. Yep. Das ist ja eine nette Begrüßung. Ich lade mal kurz nach. Und? Sind sie weg? Bleiben sie weg? Wahrscheinlich nicht. Ich halte die Dinger hier immer für Geschütztürme, aber das sind nur Lämpchen oder so. Da sind sie. Ja. Nein. Warte mal. Können wir dagegen etwas tun? Wer ballert denn da? Wer ballert da so sinnlos? Man können die von mir aus machen. Es könnte auch ein Geschützturm sein, ne? Ja, wir werden es herausfinden. Am besten, wenn er gerade Pause macht. Guck mal, das ist immer so. Das ist immer sehr regelmäßig. Au. Da, ein Fass. Na, von wegen. Das hat es nicht so gebracht. Ah, shit. Ich probiere es nochmal. Oder ist es eher da? War es das? Ich glaube, es war's. Oder es war ein Typ an einem Geschütz. Das kann auch sein. Na, ja, es geht. Es ging ja eigentlich ganz gut jetzt. So, da lang oder hier lang? Na, hier ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Gefällt mir doch. Ja, es gefällt mir auch ganz gut. Hey. Nicht so schäbig. So, und jetzt? Jetzt doch da lang. Vielleicht mit unserem Gefährt, oder? Mit unserem treuen Gefährt. Bäm. 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 Dumm, die dumm, die dumm. Oh, hi. Ja, ja. Das ist richtig. Das ist das Bam, von dem ich sprach. Voll in die Fresse. First Aid Station. Ich sollte mehr auf diese Schilder achten, wenn die denn tatsächlich... Oh, oh. Wenn die denn tatsächlich was aussagen. Hi. Soll ich anders machen? Genau.
Genau das. Ja. Zur Abwechslung mal sogar ein bisschen was gebracht. Nein, oh. Leck mich, ey. Ist er da echt an die Knarre gegangen? Gut, ich hätte die jetzt auch verwenden können, aber ich glaube, jetzt ist zu spät. Jetzt ist vorbei. Ach, hier, siehst du. Muss nur die Augen offen halten. Kriegen wir 100%? Ja, nice. Nice one. Schon wieder 30 Minuten um. Ich mache sofort einen Folgencut. Aber zunächst einmal gucken wir wenigstens uns hier in der Umgebung noch ein bisschen um. Ach so, hier haben die das drauf montiert. Verstehe. Und hier liegt auch noch was. Sehr schön, sehr schön. Mhm. Ja. Kann man halt machen. Kann man halt machen. Wenn man auf der richtigen Seite steht von dem ganzen Gedönse hier, dann funktioniert das auch. Gut. So. Mhm. Ich glaube, die große rote Tür hier mit Warnkennzeichen. Wir lauschen mal kurz. They say it was at Ground Zero. Science team. Yeah. Shit. Genau, genau. What? So, you think this guy is responsible? Sabotage, maybe. Yeah, maybe. Nee. Sure. This guy's been killing Marines. Ah, hallo. Yeah. He'll pay. He will definitely pay. Interessant, interessant. Ja. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich verstecke mich hier hinter den explosiven Fässern so lange. Da sind wir erstmal sicher. Und zur Feier des Tages mache ich auch mal ein reguläres Safe-Game. So. Safe. Sehr schön. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen im, nicht im Stream, sondern in der Aufnahme. Und im Stream gucken wir gleich mal, ob ihr noch Bock habt. Auf jeden Fall vielen Dank schon mal fürs Zuschauen und bis demnächst dann. Macht es gut und tschüss.